Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen uns jetzt mit Jod beschäftigen. Wir wollen uns anschauen, warum dieser Mikronährstoff so wichtig ist und warum generell in Deutschland die Versorgung mit Jod sehr kritisch ist. Jod ist deshalb so ein wichtiger Mikronährstoff, da es Bestandteil der Schilddrüsenhormone ist. Die Schilddrüsenhormone sind besonders wichtig, wenn es um die Regulation unseres Stoffwechsels geht, besonders was das Zellwachstum angeht und auch den Energiestoffwechsel. Die Schilddrüsenhormone beeinflussen zum Beispiel auch unseren Grundumsatz und um sie zu aktivieren, brauchen wir auch Selen. Wenn wir uns die Bioverfügbarkeit von Jod ansehen, dann können wir einen großen Gegensatz zu Eisen, das wir in der letzten Folge kennengelernt haben, feststellen. Bei Jod ist es nämlich so, dass die Bioverfügbarkeit bei über 90% liegt. Das bedeutet, wir essen jodreiche Lebensmittel, nehmen sie in unseren Körper auf und tatsächlich auch über 90% des enthaltenen Jods steht dann unserem Körper für den Stoffwechsel zur Verfügung. Generell ist es so, dass der Jodgehalt der Lebensmittel stark vom Jodgehalt des Bodens abhängt. Das heißt, haben wir einen jodarmen Boden, dann sind auch die Pflanzen, die darauf wachsen, sehr jodarm. Und genau die Situation, die trifft auf Deutschland zu. Deswegen hat man Mitte der 1980er Jahre beschlossen, vermehrt jodiertes Speisesalz einzusetzen, um für die Kropfprävention tätig zu werden. Deshalb befindet sich vor allem in industriell verarbeiteten Produkten vermehrt jodiertes Speisesalz. Dazu zählt zum Beispiel Wurst, Wurstwaren, aber auch Brot und alle möglichen Snacks. Die beste vollwertige Quelle von Jod in der pflanzlichen Ernährung sind Algen. Am besten nimmt man solche, die einen moderaten und definierten Jodgehalt aufweisen, damit man auch nicht zu viel Jod auf einmal dem Körper zuführt. Die DGE empfiehlt eine tägliche Zufuhr von 200 Mikrogramm Jod pro Tag. Leider erreichen das nur die wenigsten Menschen und global betrachtet ist Jodmangel eines der größten Gesundheitsprobleme laut WHO. In Deutschland hat sich die Lage in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert. Das ist eben aufgrund des Einsatzes von jodiertem Speisesalz, wie auch dem Einsatz von jodierten Futtermitteln in der Massentierhaltung. Das klassische Symptom eines dauerhaften Jodmangels ist der Kropf. Der kommt zustande dadurch, dass vermehrt Zellen wachsen in der Schilddrüse. Langfristig führt eine Schilddrüsenunterfunktion, wie es beim Kropf der Fall ist, zu Gewichtszunahme, trockener Haut, verlangsamten Reflexen, Verstopfungen und Konzentrationsschwäche. Wer seinen Jodstatus ganz genau überprüfen lassen möchte, der kann einen 24-Stunden-Jodausscheidungstest durchführen lassen. Außerdem kann zur Schilddrüsenfunktionsüberprüfung die Hormonkonzentration im Blut getestet werden. Die aktuelle Studienlage zeigt, dass immer noch 30% der Deutschen von einem moderaten Jodmangel betroffen sind. Wenn wir das nun in Zusammenhang damit bringen, dass Futtermittel in der sogenannten Massentierhaltung auch mit Jod versetzt werden, ist es nicht erstaunlich, dass Veganer in Studien zum Teil sehr niedrige Jodaufnahmen aufweisen. Deswegen ist es besonders wichtig, in der veganen Ernährung auf eine ausreichende Jodzufuhr Acht zu geben. Wollen wir uns nur noch einmal die wichtigsten Punkte in der Übersicht anschauen. Wir haben gelernt, dass Jodmangel kein Phänomen der veganen Ernährung allein ist. Jod kann generell als kritischer Nährstoff betrachtet werden. Wer sich vegan ernähren möchte, der sollte ganz besonders Wert auf eine ausreichende Jodzufuhr legen. Das kann man zum Beispiel, indem man Algen einsetzt oder auch jodiertes Speisesalz. Der Vorteil hierbei ist, dass Jod eine sehr hohe Bioverfügbarkeit hat. Das heißt, das, was wir tatsächlich in unsere Gerichte reinpacken an Jod, das kommt auch fast alles im Körper an, im Gegensatz zu Eisen, was wir in der letzten Folge kennengelernt haben. Jetzt seid ihr gefragt, was sind denn eure liebsten Gerichte mit Algen? Lasst uns doch gerne mal einen Kommentar dazu da. Wer weitere Details zum Thema Jod lesen möchte, der kann gerne mal einen Blick auf unseren Blog werfen oder sich den dazu passenden Podcast anhören. Ihr findet die Links zu beidem unten in der Infobox. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich freue mich dann, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dann, ciao, ciao!